Herzlich willkommen zu unserer neuen Show, die noch keinen Namen hat. Deshalb nennen wir sie Georg und Jockel Show. Ja, das ist fantastisch. Unser Arbeitstitel. Und zu uns gehört natürlich auch ein Gast in der Show. Zu jeder fantastischen Show gehört auch ein fantastischer Gast. Ja. Und der kommt heute von den Bohnen. Herzlich willkommen! Unsere heutige Gast kennen Sie von Game Man. Hallo! Was denn da? Du musst einen Stecker haben. Hallo, einen Stecker. Achtung, warte! Wir sind also sehr alt. Er spielt seit Jahren Videospiele auf der TV. Und hat ein paar Mal versucht es zu studieren. Mittlerweile ist er einer der Stars von Rocket Beans. Wow. Herzlich willkommen, Etje Gaarde. Das sind doch Effekte. Hab Georg, du hast es beide versaut. Hallo, Eddie. Da reingefurzt worden, oder was? Das stinkt. Komm. Hallo, Eddie. Ja. Hör auf. Hallo. Ja. Waren das nicht sensationelle Effekte? Ja. Georg hatte eigentlich nur zwei Aufgaben. Einmal diesen Knopf hier drücken, um Nebel zu machen. Und einmal diesen Stecker reinzustecken für das wahnsinnige Stroboskop. Er hat fast beides versaut. Ja. Aber was heißt fast beides versaut? Fast beides versaut heißt in dem Fall ja, es hat hervorragend funktioniert und es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Hallo Eddie. Ich sitze auf dem Pizzakarton. Das ist super, ne? Ich saß da auch drauf, der hält 120 Kilo aus. Also. Wolltest du uns einfach subtil mitteilen, wie viel du wiegst? Ja. Ja. Haben wir Fragen vorbereitet für Etienne? Wir haben Fragen vorbereitet, aber zu denen kommen wir später. Erstmal wollen wir allgemein mit Etienne sprechen, zum Beispiel darüber, was er gerade macht. Was macht ihr gerade? Was wir jetzt in der Sekunde gerade machen. Nein, nicht in der Sekunde, das ist uns insofern klar, ist, dass du hier bist als Gast. Allgemein. Allgemein, ja, was machen wir gerade? Wir sind gerade dabei, Rocket Beans TV zu professionalisieren. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Also wie ist das überhaupt passiert? Also wenn man nur den Stand von Game One kennt, zu dem, was jetzt gerade, vielleicht weiß es auch noch nicht jeder, kennt noch nicht jeder, auf Twitch passiert. Mhm. Es war einfach die Flucht nach vorne, nachdem die Zeichen auf Abschied standen bei Game One. Also nachdem sie uns von wöchentlich auf zweiwöchentlich geschaltet haben. Da sind da schon bei irgendwie Alarmglocken angegangen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen. So, ihr seid ja auch lang genug in der Branche. Das ist, wenn es erfolgreich läuft, sagen die Leute in der Regel nicht, wir senden euch weniger. Ja. ja, das war auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen. Und, aber ihr wart doch erfolgreich am Ende auch. Ja, wir waren von der Quote her erfolgreich. Aber rein von dem, was der Sender sich wohl finanziell davon erhofft hat, worauf wir aber keinen Einfluss haben. Aber was kann denn noch besser im Fernsehen sein, als eine tolle Quote zu haben? Naja, du brauchst trotzdem eine Marketingabteilung, die Werbung verkauft. Mhm. Und wenn du das nicht hinkriegst oder wenn, weiß ich nicht, wenn sie. Dann sollte man die Marketingabteilung doch entlassen und nicht euch. Ja, aber es gab ja nur eine Person da. Aber ist sie noch da? Das weiß ich nicht. Vermutlich. Okay, also ihr seid auf zweiwöchentlich runtergegangen und also, da habt ihr schon angefangen, darüber nachzudenken, was würden wir denn alternativ machen? Ja, so ungefähr. Also eigentlich müsste ich noch weiter ausholen. Wir haben am Anfang haben wir diesen YouTube-Channel gestartet, weil wir gedacht haben, ey, wir haben noch lustige Ideen und wollen uns ein bisschen kreativ austoben bei Sachen, die wir eben nicht in Game One packen können. Das waren auch meistens Sachen, die nicht Gaming-related waren, wo wir gesagt haben, wir wollen irgendwie einen anderen Quatsch machen. Der passt eben nicht zu Game One und da können wir uns nicht reinmachen. Damals war Game One auch nur 15 Minuten lang. Und deshalb haben wir YouTube-Videos gemacht. Gar nicht jetzt irgendwie, das war ja so, sag ich mal, kurz vor dem Mega-YouTube-Hype, wo plötzlich das geflügelte Wort YouTube-Stars dann rauskam. Sondern einfach nur, wir hauen die da hoch und gucken mal, was passiert. Da war noch keine richtige wirtschaftliche Idee dahinter oder so. Mhm. Und dann kam es erstmal, dass das Viacom, also der Auftraggeber von Game One, gesagt hat, ey, was haltet ihr davon, wenn ihr jetzt einfach mal die doppelte Länge macht? Also statt 15 Minuten, 20 Minuten Sendung. Lass mich raten. Das ist 25 Minuten. Aber ihr kriegt nicht mehr Geld. Genau. Oh. Das war die Idee von denen. Ey, mach doch einfach 50% mehr Sendung für exakt die gleiche Kohle. Woraufhin wir gesagt haben, ja, aber das kostet ja auch mehr Geld, weil wir müssen ja mehr Beiträge und Inhalte produzieren. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wisst ihr was, kein Problem. Ihr macht einfach auch noch mehr Inhalte für die App, damit wir auch noch mehr Apps verkaufen können. Ja, okay, aber das kostet ja noch mehr Kräfte. Und wisst ihr was, wir haben noch eine geile Idee. Ihr lauft ab sofort auf Comedy Central auch. Das heißt, wir wollen mehr Comedy. Also lasst mal eure scheiß nerdigen Moderationen weg, sondern guckt mal, wie ihr Comedy macht. Also die günstigen Inhalte weg, genau. Die teuren mehr und mehr Sender. Genau. Okay. Und dann haben wir gesagt, ja Moment, wir sind ja keine Comedians. Für Comedy braucht man ja im Prinzip auch Comedy-Autoren oder irgendwie, weil es wächst ja jetzt auch nicht auf den Bäumen, die guten Gags die ganze Zeit. Ja, schafft ihr schon. Die Alternative ist dann halt kein Vertrag. Ja, okay, aber wir haben ja hier 25 Leute auf der Payroll. Dann kriegen wir es schon bestimmt irgendwie hin.
Und dann haben die gesagt, ja, pass auf, wenn ihr aber das alles macht, was wir euch sagen, wenn ihr dann auf Comedy Central lauft und auf Viva und auf MTV, dann haben wir 3 Sender, auf denen wir euch vermarkten können. Dann können wir euch wieder refinanzieren und dann können wir euch auch mehr Kohle geben. Wir so, ja, okay, dann machen wir es. Und im besten Fall, haben sie gesagt, im besten Fall können wir vielleicht darüber reden, ob wir Game One europaweit machen. Und dann geht's mal richtig ab. Dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, ja komm, ey, dann beißen wir jetzt in einen sauren Apfel und versuchen das, weil ein Schritt zurück und 2 nach vorne. Dann haben wir das gemacht, das Team war völlig am Arsch und haben gesagt, ey, wisst ihr was, jetzt gibt's euch nur noch alle 2 Wochen. Und 3 Monate später haben sie gesagt, ey, wisst ihr was, jetzt gibt's, ihr könnt auch die Webseite machen. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was? Nö. Verstößt du gerade gegen euren Vertrag, dass du alles ausbaust? Weiß ich nicht. Das können wir aber digital rausschneiden. Wir können das alles digital rausschneiden. Ja, so kam es. Und das war dann die Flucht nach vorne, dass wir gesagt haben, in der Zeit haben wir aber halt sehr viele YouTube-Videos angehäuft und haben gesagt, wir wollten eh immer irgendwie so eine Art Giga wieder machen. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Wir können jetzt dicht machen, wir können die Segel streichen oder wir können... Georg und Jochen anrufen. Georg und Jochen anrufen und fragen, wie viele Shows könnt ihr pro Woche abliefern? Was wir auch getan haben. Ja, und dann haben wir halt einfach gesagt, wir machen einen Sender, wir suchen einen Partner, mit dem wir das machen können, das war dann Twitch. Und wir klatschen da erstmal alles, was wir schon hatten. Gab es da noch irgendwelche anderen, die ernsthaft in Frage gekommen sind aus der Twitch? Ja, es gab noch, also es gab eine große Konkurrenz von Twitch und es gab natürlich auch die Möglichkeit, das selber auf einer eigenen Webseite oder eigenen Streaming-Portal zu machen. Was aber in der kurzen Zeit mit dem finanziellen Risiko, weil wir auch nicht wussten, ob es klappt und ob es überhaupt jemand sehen wird und so, funktionieren wird. Das war auch der Grund, warum wir die Support-Aktion gestartet haben, wo wir dann gesagt haben, wir brauchen Starthilfe im Prinzip und wir brauchen euch jetzt, weil wir haben Viacom demnächst nicht mehr. Mhm. Und wenn ihr noch Bock habt, dass es uns gibt, müsst ihr uns helfen. So einfach ist die Sache. Ist auch nicht gelogen, sondern so ist es halt einfach. Wenn keine Kohle da ist, können wir keine Leute zahlen, können wir keine Inhalte machen. So. Und und wir hatten halt aber viele Videos und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Sender und da laufen dann erstmal Reruns von den Sachen, die wir auf YouTube haben und wir versuchen so viel wie möglich neuen Content zu produzieren. Und und das haben wir dann halt gemacht. Und an dem Punkt sind wir immer noch im Prinzip. Also schon so ein Sprung eigentlich schon komplett ins, also nicht ganz komplett, weil ihr habt natürlich die Erfahrung, wie man Sachen produziert, aber grundsätzlich eher komplett ins kalte Wasser. Mhm. Von einer vorproduzierten Sendung, die halt einmal pro Woche läuft, ursprünglich zumindest mal, hin zu einem Streaming-Kanal, der eigentlich bis zu 24/7 senden könnte. Genau. Ja, vor allen Dingen auch wirtschaftlich war es ein Sprung ins Wasser, weil vorher hattest du einen Auftraggeber, der sagt, ich gebe dir Summe X und dafür kriege ich, weiß ich nicht, 40 Folgen. Da ist eine klare Sache, du weißt, wie viel Kohle du hast, du kannst mit der rechnen und du kannst die verplanen. Und jetzt war es aber umgekehrt, jetzt haben wir gesagt, wir machen was und wir gucken mal, wie viel Kohle reinkommt. Und im besten Fall können wir das refinanzieren und im schlechtesten Fall müssen wir hier, wir haben uns dann als Ziel gesetzt 3 Monate, weil wir haben ausgerechnet, wir haben ein bisschen was gespart mit der Firma. Wir können mit dieser Kohle, können wir diese Leute 3 Monate lang halten, wenn wir Minus machen jeden Monat. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir, was passiert und wir stecken komplett alles, was wir haben, alle Leute, alle Ideen, wir hauen alles rein und gucken, ob es klappt, ob wir es refinanziert bekommen. Es klappt. Es klappt. Noch. Ich weiß es nicht. Ich habe immer Angst zu sagen, es klappt, weil ich dann Angst habe, dass alle Leute sagen, jetzt geht's dir ja gut und dann klappt es morgen nicht mehr. Also es klappt. Aber der Anfang ist ja schon eine verdammte Hürde. Ne? Ja, ey, und wir sind auch unfassbar erleichtert und wir sind unfassbar begeistert über den Support. Monetär, aber auch einfach heute war ein Typ da, der ist Masseur. Der ist ausgebildeter, staatlich geprüfter Masseur. Und er hat gesagt, ich habe nicht viel Kohle, aber was ich euch anbieten kann, ist, dass ich euch ein bisschen massiere. Und dann hat er unten seine Bank aufgebaut und massiert die Leute so. Ja, das ist jetzt nur so. Das brauchen wir auch, Jochen. Das ist nur so ein Beispiel, wo Leute sagen, ey, wir wollen euch irgendwie helfen. Wir wollen irgendwie das supporten. Der eine spendet ein bisschen was, der andere ist, weiß ich nicht, hat zum Beispiel diese Edgar-Karten, die kennt ihr, ne, die immer so in Bars aushängen, so lustige Sachen draufstehen. Und da hat einer gemeint, hier, wir sind die Druckerei von den Edgar-Cards. Wir können euch anbieten, irgendwie 500.000 Edgar-Cards mit eurem Logo zu drucken. Machen wir so. Einfach irgendwie so. Und das ist halt so eine Welle an Support und Liebe, sage ich mal, die uns entgegengekommen ist, seitdem wir aufgerufen haben, dass wir halt wirklich jetzt kämpfen um die Weiterexistenz. Und das war dann letztendlich auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da kommt so viel zurück,
jetzt müssen wir es einfach auch versuchen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Und ja. Gab es denn einen Punkt, wo die Medienlandschaft über euch gelächelt hat? Weil es ging ja durch die komplette Presse. Ihr macht jetzt einen 24-Stunden-Live-Sender. Es ist was ganz Neues. Ihr geht ein eigenes Risiko an, legt euch noch mit Viacom an möglicherweise. Also jetzt spätestens nach dieser Äußerung. Ja. Und gab es da Reaktionen, wo die gesagt haben... Oder gab es zumindest was, worüber du dich geärgert hast in der Berichterstattung über euer kommendes Projekt? Also ich muss sagen, die Berichterstattung war ja größtenteils sehr positiv. Ja, eben. Ne? Also insofern, mein, was ich gelesen habe. Ich habe jetzt nicht so viele negative Sachen gelesen. Ich glaube schon, dass viele Leute genau hingucken, weil es schon irgendwie was Neues ist, was wir jetzt gerade machen und gerade eh in der Medienbranche so eine Stimmung ist, dass keiner so richtig weiß, in welche Richtung es geht. Die einen versuchen irgendwie auf YouTube sich breit zu machen, YouTuber werden fürs Fernsehen abgegraben, dann gibt es dauernd neue Netzwerke, die sich zusammenschließen. Und es ist so ganz komisch, irgendwie alles in Bewegung und keiner weiß richtig, die YouTube-Stars momentan haben alle Millionen Klicks. Aber irgendwie finden alle anderen finden sie scheiße, so ungefähr. Ja? Und irgendwo weiß man nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Und da glaube ich schon, dass da eine große Aufmerksamkeit ist. Einfach, was machen die jetzt? Mal gucken, wie das läuft. Aber wie siehst du denn die Livestreaming-Welt? Also ihr seid ja mit dem, was ihr zumindest auf Twitch macht, in der Art ziemlich einzigartig. Twitch ist meistens ein Portal oder die meisten Leute, die dort streamen, sind so Leute wie ich oder irgendwelche anderen Gamer, die haben ihre 1, 2, 3, 4 Spiele. Die streamen x Stunden pro Tag oder pro Woche, aber es ist fast immer eine Person und wenn der gerade mal nicht streamt, ist es dunkel. Ja. Ihr macht mit einer ziemlich großen Crew, vermutlich die größte von allen Twitch-Streamern mit Abstand, macht ihr Live-Programm zusammen mit Konserven, also in eine Richtung, wie es ein, in Anführungsstrichen, echter Fernsehsender auch tun würde. Glaubst du, so geht das weiter mit Twitch allgemein oder mit Streaming allgemein? Ich sag mal so, wir haben vielleicht ein bisschen den Luxus noch zumindest, dass wir, dass wir halt so aus der professionellen Fernsehrichtung kommen und schon über gewisses Equipment, dadurch, dass wir das gemacht haben, Studios, Equipment und so weiter und eine Infrastruktur gehabt haben, verschiedene Sets, die uns den Einstieg da einfach leichter gemacht hat. Für jemanden alleine, das war ja immer der Vorteil von YouTubern, ich setze mich vor meine Webcam oder so und kann direkt loslegen. Ja. Aber was halt im Prinzip die Marktlücke, wenn man so will, war, ist, dass ein YouTuber nicht 24 Stunden abliefern kann. Muss er ja eigentlich auch nicht. Eigentlich ist ja die Entwicklung, die wir machen, ist ja eigentlich völlig hirnrissig, weil wir ja entgegen der Entwicklung, also alle sagen ja, lineares Fernsehen ist tot, niemand guckt mehr nach einer bestimmten Uhrzeit, sondern immer on demand und so weiter. Eigentlich ist ja das, was wir machen... Aber das schließt sich ja nicht aus, ne? Das gibt es ja trotzdem. Genau, gibt es ja trotzdem. Euch. Und ich glaube, wir haben da natürlich einen gewissen Vorteil, den andere jetzt nicht so schnell umsetzen können. Also selbst erfolgreiche YouTuber können, selbst ein Gronkh kann nicht so schnell einen 24-Stunden-Sender auf die Beine stellen. Er hat natürlich die Kohle und so, aber du brauchst ja dann auch eine Community, die das auch guckt. Du brauchst auch andere Gesichter, weil Gronkh kann auch nicht 24 Stunden am Tag moderieren. Und bei uns, wir waren schon mal 4 relativ, zumindest in der Zielgruppe, bekannte Nasen. Dazu noch das Team, das auch immer wieder vor der Kamera war. Wir hatten schon schon ein paar Leute. Ja, du brauchst ja auch On-Air-Nasen, sag ich mal. Das siehst ja an anderen Leuten, die es versuchen. Und du brauchst immer so diesen Startschuss. An dieser Stelle würde ich sagen, reden wir gleich weiter. Ich will nämlich auch ganz wissen, wer eigentlich eure Zielgruppe ist. Weil wenn wir über YouTube-Stars reden, da sind ja 10- bis 14-Jährige. Aber wir haben auch Fragen gekriegt, glaube ich, ne? Auf jeden Fall haben wir Fragen gekriegt, ja. Wir haben ja auch Fragen und Antworten. Wir haben ja auch eine große Community, also sehr groß eigentlich. Die stellen uns auch immer Fragen und die Antworten müssen wir natürlich jetzt auch liefern. Ja. Deswegen müssen wir da an den Tisch. An welchen? Und, also wir, da an den Tisch. Ja, genau. Und du musst uns die Fragen vorlesen, bitte. Okay. Sind wir in der Küche, ne? Das wäre ganz... Also wir haben da noch ein bisschen Spülbecken stehen. So, dass nur du vielleicht, wenn du möchtest. Also die Fragen vorlesen und... Dann und spülen. Ja. Ja. Abtrocknen halt auch. Es ist doch Wochenende. Da hinten sind doch erstmal die Fragen. Danke. Danke. Ja. Danke. Lieb von dir. Und schmeiß dir nichts um. Ach, das Stroboskop muss noch aus. So, und wir... lesen jetzt, beziehungsweise beantworten natürlich die Fragen, die aus unserer Community kommen. Hast du nicht einen Kaffee gehabt eben, Etienne? Ja. Wo ist denn der? Der steht hier. Okay, das ist übrigens unsere Küche. Gefällt sie dir? Das ist keine Küche. Doch, das ist unsere Küche. Das ist keine Küche. Guck doch, da ist ein Boiler, Wasser. Habt ihr auch warmes Wasser? Nein. Nein. Und nicht so viel verbrauchen. Ach, das ist, halt ist doch... Soll ich jetzt hier echt abspülen? Wäre nett. Oh, ist das widerlich.
Ja, soll ich jetzt euch die Frage? Genau, wir brauchen Fragen. Aber das Wasser dabei laufen lassen wäre ja schon eine ganz schöne Verschwendung. Ja, wie soll ich denn sonst machen? Du musst halt auch Wasser da reinkriegen, ne? Das stimmt schon. Also, Malta Kaiser fragt, habt ihr schon mal einen Extremsport gemacht? Und nein, ich meine nicht 30 Mettbrötchen in 3 Stunden. Ich glaube, die Frage geht an dich, Jochen, oder? Nein, ich habe noch keinen Extremsport gemacht. Ich habe immer so eine Aversion gegenüber Sportarten, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber die an sich kein wirklicher Sport sind, also im Sinne von eine sportliche Betätigung, Anstrengung, sondern sowas wie aus dem Flugzeug springen und dann nach unten fallen und bevor man auf dem Boden aufschlägt, halt so einen Fallschirm ziehen zu lassen, denn wir dürften ja auch, wenn wir jetzt sowas machen würden, müssten wir so einen Tandemsprung machen. Und das gilt bestimmt auch so als mehr oder weniger Extremsportart. Und das sowas macht mir immer irgendwie keinen Spaß, wenn ich weiß, dass der Idealfall ist, dass ich überlebe, unverletzt. Und andernfalls eben nicht, aber währenddessen nicht irgendwie fitter werde oder kräftiger werde. Ich gebe mein Leben ungern aus der Hand, zum Beispiel beim Bungee-Jumping. Ich möchte nicht, dass andere Leute berechnen, wie im Idealfall das Seil sein muss, damit ich so ein Stückchen unten noch Platz beim habe. Beim Bungee-Jumping hätte ich auch Angst, weißt du, die haben da ja so Wagen stehen, ne? Man muss sich ja was ich gucke nur bei Eddie, ich habe gedacht, die ganze Spüle wäre voll Wasser. Eddie? Ja? Sorry, alles klar. Was denn? Nee, schon gut. Nicht so viel Spülmittel, wollte ich sagen, aber es wirkt unverschämt. Willst du die nächste Frage? Nee, warte, ich bin noch am... Jetzt mal bitte nicht, spül mal lieber weiter, ich muss nicht unterbrechen gerade. Okay, tut mir leid. Ich muss diesen Gedankengang noch zu Ende führen. Da steht jeder mal so eine Waage beim Bungee-Springen, weil man muss ja gewogen werden, damit sie wissen, wie lang das Seil sein muss oder so. Und ich hätte halt immer die Sorge, dass ich mich auf die Waage stelle und sie entweder so einen Error anzeigt oder nur bis so und so viel Kilo geeicht ist oder die sich dann denken, nee, so viel kann der nicht wiegen. Lass das Seil mal ruhig ein bisschen länger machen. Mhm. Und dann bam. Eddie, hast du schon mal Extremsport gemacht? Außer gerade? Ich mache gerade Extremsport, ja, wollte ich auch schon. Jetzt nimmst du mir auch noch die Gags weg. Entschuldigung. Jetzt können wir digital rausschneiden, sodass das so aussieht, als hättest du was Lustiges gesagt. Ihr müsst euren digital rausschneiden. Habt ihr heute ein neues Wort gegoogelt oder was? Wenn du ein Brötchen möchtest, nimm dir ruhig eins. Ich habe noch nie Extremsport gemacht. Hast du noch eine Frage für uns? Ja. Kartoffelneus fragt, wie läuft eigentlich die Nachbarschaft mit Edel? Gab es schon Beschwerdebriefe, zu laute Musik, zu häufiges Milch- und Zuckerschnorren? Ja, da erzähl doch mal, wer bei wem schnort. Habt ihr noch Tomatenmark? Das stimmt. Und ich hab einen Schlüssel von Eddie. Und er hat gesagt, keinen Schlüssel? Doch, ich habe einen. Sag jetzt nicht, dass du in die Wohnung gegangen bist und nach Tomatenmark gesucht hast. Nein, bin ich nicht, aber er hat es mir angeboten. Nicht wahr, Eddie? Ja. Er hat gesagt, geh rein, im Kühlschrank haben wir noch welche. Da habe ich gesagt, nein, ich betrete diese Wohnung nicht. Den hinterher... Warum eigentlich nicht? Was hast du denn gedacht? Freundschaft ist das eine. Freundschaft ist das eine. Aber hinterher endet die Freundschaft doch immer mit Geld. Wenn es Streit ums Geld. Und dann sagt er, da lag aber noch 5 Euro, ist es jetzt weg. Und das möchte ich gerne unbedingt vermeiden. Meinst du, du glaubst, dass Eddie dich ausflexen wollte? Nein, ich glaube gar nicht. Dir seinen Schlüssel gegeben hat, damit du in die Wohnung gehst. Und er dann sagt, da lagen noch 50 Euro. Ich glaube hier gar nichts. Wo ist die Ming-Vase, die in der Küche stand? Ich glaube gar nichts, aber ich möchte solchen Situationen vorbeugen, indem ich es dann nicht mache. Hast du Leuten schon mal deinen Schlüssel gegeben? Ja. Ich habe einen. Mit dem Gedanken, geh nicht bei Jochen in die Wohnung. Du weißt, was du hören wirst, wenn du da drin warst. Aber bis jetzt haben die mich noch nicht gefragt, ob ich was noch habe, Zucker oder so. Weil ich glaube, sie kochen nicht. Obwohl Etienne selber... Etienne, darf ich die Geschichte erzählen, als du gekocht hast? Hast du doch schon. Erstmal habe ich ihn bei Edeka getroffen. Da war seine Frau, glaube ich, nicht da. Und da hat er alles gekauft, was man so in den Backofen stecken kann und bei 200 Gramm irgendwann warm wird, bei 200 Grad. Ja, aber das ist doch vernünftig. Das mache ich auch so. Ja. Und irgendwann piepte plötzlich der Feuermelder. Ich reiß die Tür auf, gegenüber riss jemand die Tür auf. Ich koche! Hast du eine Leiter? Ja, Eddie, ich habe eine Leiter. Habe ich ihm da die Leiter gegeben, dann hat er den Feuer, dieses Ding da abgeschraubt und weitergekocht. Was hattest du denn da gekocht? Naja, also es waren so Röstis in der Pfanne. Ja. Und waren in der Packung, glaube ich, 10 Röstis, aber in die Pfanne haben nur 8 gepasst. Die haben auch super geklappt. Und dann habe ich die letzten 2, wollte ich auch noch. Und da war aber alles schon heiß und irgendwie so, und dann habe ich die da reingemacht und plötzlich sind die sofort schwarz geworden.
Und haben halt eine, es gab eine sehr schnelle Rauchentwicklung. Wusstet ihr das? Ja. Und die Rauchmelder sind extrem sensibel. Aber ja, was ich viel interessanter finde, ist, dass von dem ganzen Haus nur du geguckt hast, ob alles in Ordnung ist. Aber das ist doch nett. Ich war ja schnell da. Finde ich auch. Vermutlich hattest du dir irgendwas von ihm geliehen und er hat sich nur gedacht, oh scheiße, ist das noch in Ordnung? Gib die Leiter wieder. Hat Etienne, er mein Notebook noch? Etienne, wir können es so machen. Sind noch Fragen da oder bist du fertig mit Spülen? Sowohl als... nee, Quatsch. Es sind noch Fragen da und ich bin noch nicht fertig mit Spülen. Sehr gut. Sehr gut. Aber wir entlassen dich jetzt, oder? Wenn um 221 fragt, stimmt es, dass eure Praktis 2 Wochen in einem dunklen Raum müssen, bevor sie für euch arbeiten müssen? Stand in der Bild. Ist doch Quatsch. Das ist doch Unsinn. Bei uns? Praktis im schwarzen im Raum? Nein. Ich glaube, das ist einfach nur missverstanden, dass die meisten unserer Praktis einfach einen Großteil ihrer Lebenszeit vorher in dunklen Räumen lange Zeit verbracht haben. Richtig, das ist ja ich nehme die Zettel einfach mit. Das ist unser Einstellungskriterium. Komm, lange Zeit in dunklen Räumen verbringen. Hier. Bist du fertig? Ja. Hast du abgetrocknet? Ja. Dankeschön. Du lügst doch. Nein. Setz dich. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen und dann reden wir weiter. Und dann werden wir auch noch spielen. Spülen? Spielen. Nein, spielen. Nein, diesmal spielen. Ja, wir spielen auch gleich noch. Etienne spielt gegen FIFA gegen mich. Und wenn du ganz lieb bist, erkläre ich dir auch noch den Kartentrick. Ich weiß ihn mittlerweile. Du weißt den Kartentrick? Ich zeige ihn dir gleich an dir selbst. Geil. Hast du den schon gesehen? Nee. Jetzt gibt es eine kurze Pause und sind wir gleich wieder da. Aber der Kaffee ist von heute. So, wir sind wieder da. Das ist nicht immer der Fall. In der ersten Sendung der Georg und Jocke Show schon direkt die erste Improvisation. Eigentlich haben wir jetzt schon mal komplett unseren Ablauf. Wow, wie spontan. Durcheinander gewürfelt. Was denn? Das muss doch ein Mysterium für unsere Zuschauer bleiben. Die müssen denken, das ist alles so geplant. Okay. Komm, ich mach den Zaubertrick jetzt bei dir. Sag doch erstmal die Vorgeschichte. Und du hast erzähl sie richtig und erzähl die Vorgeschichte nicht. Ist, dass der Jochen an meiner Tür klingelte, wie immer. Es brannte da aber nicht. Und gesagt hat, ey, soll ich ein paar Zaubertricks für dich machen? Irgendwie so. Und dann wie, Jochen klingelt an der Tür? Nein, hallo, soll ich Zaubertricks für dich machen? Jochen war mit seiner Tochter auf dem Arm bei uns in der Wohnung und war alleine, weil die Frau weg war und hatte Schiss, alleine zu sein. Das ist nämlich die Wahrheit. Und hat Asyl bei mir gesucht und mich gestört an meinem freien Wochenende beim Bloodborne zocken. Und kam dann rein. Oh Gott, das ist fürchterlich. Ja. Warum hast du denn die Tür zugemacht? Wer über den Balkon geklettert. Ich hab doch einen Schlüssel. Ja, das ist auch noch. Hallo, und dann ist wohl die Tür zugefallen. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Dann lag da halt ein Kartenspiel. Mir war langweilig, mir wurde wie immer nichts zu trinken angeboten. Das genau. Hat auch jemand ich da, hab nicht zu essen Tochter. Bekommen, ich musste dem Spiel zugucken. Da habe ich gesagt, jetzt ergreife ich die Initiative. Ach so, genau. Und dann hat er einen Trick gemacht. So. Und den habe ich dann nicht verstanden. Genau, und der Trick ging so, zieh mal eine Karte. Nein, ich bin dran. Achso, ja? Okay, dann führe ihn nochmal vor. Den Trick. Wieso? Ja, dann zeig du ihn nochmal. Woher weißt du das? Woher weißt du? Ja, weil ich ihn weiß und dich angucke. Ja, mach ihn doch. Was ist denn jetzt hier für ein Gezicke? Jochen weiß, dass ich weiß, wie es geht. Und erzähl kann ich ihn jetzt nicht erzähl den Trick. Dann mach du ihn bei mir. Dann lass ich. Wenn ihr den beide kennt, dann macht es doch keinen Sinn, dass ihr euch den Trick genau, vormacht. Genau, mach du ihn mit Georg. Nein. Dann mach ich ihn mit Georg. Ja, mach ihn. Ja, mach du ihn. Jetzt wollt ihr jetzt beide nicht den Trick machen? Du willst ihn mit Georg machen? Mach du ihn. Du hast ihn raus, ne? Ich hab ihn raus. Okay, pass auf, Georg. Es ist folgendermaßen. In diesem Kartenspiel sind 52 Karten. 74 Karten, ja. 74.000 Karten. Du hast jetzt die Aufgabe, eine Karte aus diesem Stapel zu ziehen. Ja. Los, zieh mal. Nicht auf Etienne zu hören, der will den Trick versauen. Ich ziehe eine Karte raus, ja. Guck sie dir an, merk sie dir. Ja. Ich zeig dir. Tu sie oben drauf. Ja. Ich hebe einmal ab. Ich hebe. Willst du auch abheben? Komm, heb mal ab. Hier, so. Nochmal. Komm, heb mal ab, ich mach's. Okay, einmal abheben. Mindestens 14 Karten abheben. Nein, das war ein Spaß. So, und jetzt suche ich dir die Karte raus. Den Trick habe ich schon bei Rocket Beans gemacht. Der klappte da sehr gut. Oh, jetzt wird's schwierig. Ich hab's. Ich hätte die Karte in die Kamera zeigen sollen, ne? Ja. Nein. Nein.
Natürlich ist sie das. Nein. Die? Das können wir digital rausschneiden. Dann habe ich mich vertan. Also die ist es. Und das den habe ich 10-mal gemacht. Ja. Und er ist nicht drauf gekommen, wie der Trick funktioniert. Und jetzt ich komme aber auch nicht drauf. Naja, soll ich ihn einmal machen? Ja. Mach ihn einmal. Warte. Ja. Aber hast du den... Mach ihn. Darf ich mir eine ziehen? Ja, aber eine Frage vorher noch. Nein. Mach ihn. Du hast ihn noch einmal gemacht, als du nicht im Raum warst. Ja, okay, zieh eine Karte. Ja. Zeig sie diesmal in die Kamera. Nein, nicht die. Ja? Ja? Ich sehe sie nicht mal, wenn ich will die auch sehe. Darf ich sie auch kurz sehen? Nein. Ich tue sie oben drauf, ja? Okay. So. Jetzt tu den Stab. Ich möchte abheben. Nee, ich brauche einen Tisch. Nein. Ich möchte jetzt abheben. Hä? Scheiße, du kannst nicht unter den Stapel kommen. Der Trick ist, dass du die unterste Karte dir merkst. So. Und dann, wenn du abhebst, ist sie ja immer unter der untersten Karte. Warum? Ja, weil wenn du. Also du merkst hier. Ach so, die 5 und dann hebst du ab. Und dann ist es immer die, die da drunter ist, weil du legst sie ja oben drauf. Und Jochen hat nur, was perfide daran war, ist, dass ich ihn nie erwischt habe dabei, wie er geluschert hat und die untere Karte gesehen hat. Und zwar 10-mal, weil ich habe mir eigentlich gedacht, das ist es. Und ich habe dann immer geguckt und irgendwann hast du mal den Trick aus dem anderen Raum gemacht. Aber wird man ja hochmütig. Und woran ich nicht gedacht habe, ist, dass er immer noch wusste, welche die untere Karte ist. Und er stand ganz cool im anderen Raum, ja, dann zieh eine, leg sie oben drauf, heb ab. Heb nochmal ab, gib mir die Karten, nimmt sie, kommt aus dem anderen Raum raus und zeigt sie mir. Und ich so, wie geht das denn jetzt? Du hast ja nicht mal Hand angelegt an die Karten. Und es funktioniert natürlich auch, wenn du selbst mischt. Ich gebe dir das. Moment, aber beim Mischen geht es doch nicht mehr. Da könntest du doch die Reihenfolge vertauschen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du die beiden ausgerechnet deshalb klappt es ja auch von 10-8 Mal mit Mischen. Und 2-mal eben nicht. Das ist halt das. Aber das Problem ist, wenn so wie der Jochens gerade gemacht hat, der mich nicht aus den Augen gelassen hat, sodass ich nicht eine Sekunde mal irgendwie. Ja, warte. So. Ja. Also, es ist ein klasse Trick. Schön, dass wir ihn jetzt verraten haben und ich ihm niemand mehr zeigen kann, um mir Leute zu beeindrucken. Das schneiden wir raus. Die Erklärung schneiden wir raus. So. Wir spielen jetzt eine Runde, oder? Oder haben wir jetzt, ne? Erst FIFA oder was? Ja. Ja? Okay. Ihr spielt. Warte mal, ich muss mir hier erstmal anmachen. Wir haben aber nur eine 360. Gibt es einen Preis für Etienne? Warum ist denn der Fernseher aus? Weiß ich nicht. Weil er nicht angemacht wurde? Schätze ich mal. Vielleicht guck mal, links da hinten ist die Fernbedienung. Aber mach nicht da, pass auf die Kabel. Mach nichts kaputt. Sensibel. Sensible Technik. Eddie ist ja immer gut in FIFA. Wieso geht der denn nicht hier? Ist das ein echter, Sekunde mal. Ist das ein echter Fernseher? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Der ist schon ziemlich alt. Ach, du bist dagegen gekommen. So. Du bist das schuld, ne? Soll ich spülen gehen? Wir brauchen dich noch. Thomas, kannst du kurz den Besen holen? Wir haben noch ein paar Spiele vorbereitet. So. Wir haben nur eine 360 und ich habe auch nur eine Demo-Version. Mensch. Wir kriegen nicht alles zugeschickt wie ihr. Eine Demo-Version von FIFA 2014, wohlgemerkt. Ach ja, so. Ich richte das eben schnell ein. Musst du noch einen Xbox Live-Account machen? Ja, das Passwort ändern. Wir haben es eben schon kontrolliert. Dauert ein bisschen. Eddies Controller liegt hinter dir übrigens. Nee, so, hinter Georg. Das Problem ist, wir haben auch nur einen Controller, aber du spielst hier mit. Seid ihr bekloppt? Ja, das geht aber, wir haben es getestet. Wir haben nur einen Controller. Hä? Das geht. Das hat doch keine L- und R-Tasten. du musst sie auch nicht laufen. Das geht. Muss ich auch noch so. Das ist eine Grätsche. Wir haben es wirklich getestet. Wir haben wirklich nur einen Controller. Und heute Mittag ist uns eingefallen, scheiße, Eddie kommt. Was machen wir jetzt? Bevor wir gar nichts machen. Findest du das Spiel eigentlich noch? Da ist es doch. Das FIFA 13. 13. Sollen wir 13 spielen? Nein. Hast du den neuen nicht? Ja. Das ist 14. Sag doch gerade. Wir haben nur die Demo nur von 14. Und nur einen Controller. Das ist das Problem. Was heißt, wir haben ja zwei Controller. Das ist halt nur nicht der normale Controller.
Aber warum? Ihr habt doch hier 1000 Spiele und da habt ihr keinen. Ah, hallo, ist das unsere Sendung oder was? Ja, okay. So. Die FIFA 14 Demo. 14 Demo. Das war kein Scherz. Das war kein Witz. Hast du dich mit den Knöpfen mittlerweile vertraut gemacht? Ja, ja. Super. Ich nehme Barcelona. Wir haben eben einen Testlauf gemacht. Ja. Hat die auch gegen Thomas gespielt. Thomas, der nicht FIFA spielen kann. Thomas, der mit Red Bull New York das schlechteste Team aus der Demo genommen hat. Und Jochen, der mit Barca gespielt hat, stand bis zur 70. Minute 0-0. Und Thomas hat auch mit dem Stick hier gespielt. Ja. Ich bin ein höflicher Kerl. Ja. Ich helfe Eddie ein bisschen. Du, wenn hast eines nicht glaubwürdig ist. Eddie, du hast unten ein Steuerkreuz. Ja. Genau. Und oben den Stick, den nutzt du ganz normal wie dein Stick auch. Und sonst die Tasten. Das kriegst du hin. Mhm. Du kannst jetzt aber auch sagen, ich verweigere mich, dann müssen wir die Sendung ab jetzt abbrechen. Ich muss ja erstmal hier mich anmelden, warte mal. Wenn du Glück hast, sind die Batterien alle. So. Zumindest ist der Controller ausgegangen. Nee, doch nicht. Aha. Warte, ich muss meine Steuerung ändern. Du musst deine Steuerung ändern? Mit klassisch nicht zurecht. Nee. Warte. Wenn du jetzt gewinnst, Etienne, ich verspreche dir hoch und heilig, so. Ich werde für dich mal kochen. Ja, aber warum kriege ich keine Belohnung? Für einen Sieg? Und bring eine Kiste Bier mit. So, wen nimmst du? Ich nehme hier Barcelona. Nehme ich Man City. So. Ich sag's dir, ich koche und bring eine Kiste Bier mit. Wenn ich gewinne? Ja. Spielst du häufig FIFA? Ja. Bist du gut? Ja. Also ich habe ja früher schon mit PES angefangen, PS5. Also seit 10 Jahren. Aber das ist ja auch relativ spät eigentlich, ne? Ja gut, ich habe eigentlich ISS und so schon. Warte mal, ey, geht's schon los? Ja. Ich kann dir gar nicht sagen, Etienne, wie ich dir die Daumen drücke. Das ist scheiße. Der lag aber schon früh am Boden, der Joe. Also Eddie ist hell, ich bin dunkel. Alter. Das sieht doch schon gut aus, was du da machst. Ich möchte nochmal erwähnen, Etienne spielt mit der Angel. Wie rennt man? Man kann gar nicht rennen und gleichzeitig. Ich kann nicht rennen, weil dafür muss ich den Daumen benutzen. Ich kann nicht rennen. Ein Unentschieden gilt wie ein Sieg. Für wen? Für beide. Scheiße! Das ist das Prinzip eines Unentschiedens. Nein, für dich. Beim Unentschieden stehe ich mit der Kiste Bier und einem Rezept vor der Tür. Okay. Heute Abend. Du musst nur mauern, Eddie. Du musst nur mauern. Wie, jetzt kannst du doch rennen. Nein, man ja automatisch. Los! Nein! Muss mich mal so rumsetzen, ey. Etienne ist einer der schlechtesten Verlierer, die ich kenne. Stimmt? Ist er so ein schlechter Verlierer wie du? Nein, ich wollte sagen, Etienne ist einer der ehrgeizigsten Spieler, die ich kenne. Scheiße, was mache ich? Das mit dem Unentschieden ziehe ich zurück? Nee. Du musst daran drehen, Etienne. Wenn du laufen willst. Musst du wirklich da drehen. Das wirklich Schlimme ist, dass das halt ein knappes Spiel ist, Jochen. Obwohl Etienne mit der Angel spielt. Oh, shit, aus Versehen. Der ist aber, merkst du, man hört nichts mehr von ihm. Ey, das könnte mir vorstellen, dass es sich bald durchsetzt hier. Demnächst auf Turnieren immer mit der Angel. Oh, nein. Jetzt habe ich dich. Erstmal hast du wieder den Ball, ne? Du bist ja auch noch nicht so oft vorgekommen. Jetzt kannst du doch rennen! Jochen, beschwerst du dich gerade, dass Etienne mit der Angel spielen kann? Oh, Killerpass. Schade. Hand! Hast du das gesehen? Jochen, wenn du das nicht gewinnst, ist das eine historische Niederlage. Ich kann den Spieler, nicht wechseln. Ey, ich kann den Spieler nicht wechseln! Doch, kannst du. Wie denn? Weiß ich nicht. Aber. Oh oh. Nein. Guter Torwart, ey. Ganz stark. War aber ein cooler Ball, Jochen.
Das ist echt. Und bloß ein. Oh, shit. Und dann eine Minute vor der Halbzeit. Eine Minute vor der Halbzeit. Schön war das nicht. Schön war das nicht. Ja. Ich bin nicht zufrieden. So. Etienne, was ist dein Lieblingsspiel? FIFA. Ehrlich? Ja, und die Souls-Reihe, weißt du doch. Hast du es mittlerweile durchgespielt, Bloodborne? Fast. Ja? Mhm. Alleine? Wie alleine? Also. Oder mit Hilfe? Was denn für eine Hilfe? Naja, Lösungsbuch. Nein. Ja. Lösungsbuch. Ja, ich habe das Lösungsbuch hingesetzt, das hat es für mich durchgespielt. Oder hast du vielleicht einen Angestellten, die 15 Euro die Stunde zahlst. Ich hasse Komm mal vorbei, Martin. Ich hasse es, meine Lieblingsspiele selber zu spielen. Ich lasse es spielen. Ja, vielleicht ist das eine neue... Ich würde sagen, aus Zeitgründen... Nein! Also, nein. Nein, sollen wir nicht das Spiel, was wir eigentlich vorhatten, gleich zu machen, jetzt während des FIFA-Zockens machen? Ist doch noch viel witziger. Ach, das ist natürlich besser. Das ist eine gute Idee. Etienne, wir improvisieren, weil uns ein bisschen Zeit fehlt, haben wir jetzt noch eine kleine Fragerunde. Etienne, hörst du zu? Ja, ich höre. Also pass auf, die Fragerunde funktioniert folgendermaßen. Ich stelle dir eine Frage, konzentriere dich aufs Spiel, hör aber auch gut zu. Aha. Auf die erste Frage, die ich stelle, antwortest du mit, ist ganz einfach, auf die erste Frage, die ich stelle, antwortest du mit Wuseldusel. Auf die zweite Frage antwortest du mit der Antwort, die du eigentlich auf die erste Frage hättest geben müssen. Und mit der... Für die dritte Frage, auf die zwei, verstehst du, was ich meine? Und so fort. Erst Wuseldusel, dann die Antwort von der ersten Frage und so weiter. Ja, sollen wir das mal machen? Konzentrier dich auf das Spiel. Muss kurz torschen. Oh, nein, das gibt's doch nicht, ey. Oh, eine Riesenchance. Bist du bereit, Etienne? Ja. Das war noch nicht die erste Frage, jetzt kommt die erste Frage. Ein Kosename für deine Frau. Wuseldusel. Dein Lieblingsschimpfwort. Schatz. Dein Lieblingsfilm. Affe. Du hast Ecke. Beschreibe deine erste Verabredung mit deiner jetzigen Frau. Ja, ich höre. Zocken. Moment, wir waren bei deinem Lieblingsfilm, war zuletzt. Ach so, und jetzt kommt Pulp Fiction. Das macht gar keinen Sinn. Das war jetzt, beschreibe deine erste Verabredung mit deiner jetzigen Frau, Pulp Fiction. Halten wir fest. Wie war deine Schulzeit? Auf einer WG-Party. Wenn du beim Gaming verlierst, denkst du? An die großen Pausen? Es macht alles keinen Sinn. Ich beeinflusse. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Ich kann es nicht glauben. Ich habe hier gespült und zock gerade mit einer Angelrute. FIFA und muss Fragen beantworten, wo ich die Fragen nicht beantworten kann. Was kannst du am besten kochen? Oh, abseits. Abseits? Was war die Frage davor nochmal? Ich kann mir das doch nicht merken. Ich sag die Frage davor nochmal. Ja. Konzentrier dich einfach auf beides. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Und jetzt kommt, was kannst du am besten kochen? Pommes. Das ist eine universelle Antwort. Ja. Vor welchem Tier hast du panische Angst? Pommes. Du musst jetzt nicht jedes Mal Pommes antworten. Dein Traumauto? Affe. Was wünschst du deinem ärgsten Feind? Ein Opel. Das nächste Weihnachtsgeschenk für deinen Sohn? Der Tod. Was möchtest du auf keinen Fall sehen, wenn du morgens aufwachst? Eine He-Man-Burg. Ein was? Eine He-Man-Burg. Das kann ich auch verstehen. Deine schönste Kindheitserinnerung? Regen. Und die letzte Frage. Beschreibe einen Tag mit Kim Jong-un. Ich habe die Frage davor vergessen. Nein! Nichts. Oh Gott, der Jochen ist so scheiße, ne? Er hat halt ein Tor gemacht in 90 Minuten gegen jemanden, der mit einer Angel spielt und währenddessen Fragen beantwortet. Und die zweite Halbzeit ist torlos. Oh Gott. Noch? Ich hab noch viel. Oh. Du hast halt nur nach einer Standardsituation so eine Pille reingegurkt, Jochen. Ich bin ein höflicher Gastgeber. Du bist einfach nur schlecht. Ey! Letzte Aktion.
Oh, das ist echt. Ich würde so gern jetzt mit einem echten Pad gegen dich spielen, Jochen. Ja, ich ja auch, aber wir haben leider keins. Könnt ihr beim Rematch tauschen. Aber Etienne, ich habe gehört, Etienne und seine Scherben. Oh, jetzt pfeift er ab. Tja. Ein gutes Spiel. Ich sag nichts dazu. Gut spielen. Es ist, also das machen wir nicht nochmal. Du hast beide Male gegen unhöflich. Leute mit der Angel nur mit einem Tor gewonnen. Ich dachte, ich bin höflich. Eddie, wir wollen... Aber wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Was haben wir jetzt eigentlich? Ich hätte so spielen dürfen, ne? Also, wir haben noch ein paar Fragen und dann haben wir natürlich auch noch Fragen an Etienne. Eigentlich hatten wir ja vor, dass du noch eine kleine Aufgabe hast, aber uns fehlt ein bisschen die Zeit. Und welches ist eigentlich die Kamera, die wir benutzen? Die da ist ganz gut, ne? Die ist in der Nähe. Eigentlich hätten wir es schön gefunden, wenn du für uns vielleicht noch so ein kleines Let's Play gemacht hättest, weil wir gehört haben, dass Let's Plays sehr gut im Internet funktionieren und du ja auch irgendwie erfahren bist in Sachen Gaming und so. Ist uns ein bisschen die Zeit weggelaufen, also dann vielleicht beim nächsten Mal, dass du gucken, dass du vielleicht nochmal irgendwann vorbeikommst, um dann deine 3, 4, 5 vielleicht hat das Spülen Let's Play-Folgen die Zeit geklaut. Ja, aber es gibt Leute, die spülen eindeutig schneller. Ja. Also man, das Witz ist ja, je mehr Spüli man da reintut, desto mehr Schaum kriegt man am Ende auch. So, deshalb muss man natürlich auch mehr klar spülen. Und vor allem, wenn man mit kaltem Wasser spült, das ist, da sind viele auch noch nicht dran gewöhnt. Ja. Aber die meisten Leute, die wir hierher holen zum Spülen, die kennen das mit kaltem Wasser. Eigentlich haben wir jetzt Fragen von unserer Community an uns, aber da wir keine Zeit haben, fragen wir einfach dich nochmal, weil ich nämlich gerne wissen möchte, was eure Zielgruppe eigentlich ist. Bei YouTube ist es ja oft sehr jung. Wieso machen wir jetzt keine Fragen an uns? Ich dachte, wir sind die Stars der Show. Ach so. Also wir sind die Stars der Show. Überleg dir schon mal eine sinnvolle Antwort. Wir müssen eben noch eine Frage beantworten. Ist Paul die Schildkröte auch aus einem Game? Machen das ganz schnell. Oder habt ihr die vom Kindergarten oben gebohrt? Möchte kleines Miststück 82. Eddie, wieso schreibst du uns Fragen? Geborgt ist der richtige Ausdruck für Paul die Schildkröte. Möchtest du was trinken? Nee. Da ist noch was drin. Nee, mach ruhig. Bin zu so einem kleinen Jungen hingegangen und hab gesagt, diese Schildkröte da, gibst du mir, dann lasse ich deine Eltern frei. Dann hat er gesagt, nee! Und hat sie mir gegeben. Und hast du die Eltern freigelassen? Nein. Die waren schon toll. Weiter? Gibt es eigentlich Aufzeichnungen, Aktionen aus der Giga-Zeit, welche ihr bereut und lieber nicht gemacht hättet? Diese Frage von Laserman 7346 gebe ich weiter auch an Eddie. Ob es Sachen gibt, die wir nicht gemacht haben? Aufzeichnungen, Aktionen aus der Giga-Zeit, welche ihr bereut? Ich möchte dazu nur sagen, dass ich mich daran erinnern kann, dass Jochen mal auf einem gefrorenen Huhn durchs Studio geritten ist. Das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Wie ist deine Antwort? Ja, also weiß ich nicht, so knapp 2.000-3.000 Giga Games Folgen. Wieso? Ja, ich kann mir das nicht angucken von früher. Das bereitet mir körperliche Schmerzen. Der Pepper hat ja neulich auf Facebook diese Pre-Show, die nur für Internas war, ne, hat er ja gepostet. Da warst du sehr jung. Es ist furchtbar, es ist schmerzhaft. Und das war eine Sendung, die wir damals gemacht haben, um, glaube ich, intern das Projekt Giga Games mit allen, die dazugehörten, vorzustellen. Es war auch nicht eine richtige Sendung, aber wir saßen alle schon in unseren Plätzen und die Kameras gingen rum und wir haben alle Hallo in die Kamera gesagt. Und es ist so unfassbar fremdschämig, dass ich bis heute nicht glauben kann, erstens, dass ich dafür genommen wurde. Ich kann es mir nur so erklären, dass es keine große Auswahl gab. Und zweitens, dass das überhaupt, dass es lief, also dass es wirklich gesendet wurde, weil es war teilweise wirklich unfassbar schlecht. Ich meine, was da teilweise, wenn es auch nicht lässt. Hattest du nicht auch so das Truman-Show-Gefühl zwischendurch, dass du dir dachtest, das ist eigentlich gar keine richtige Sendung, die gemacht wird, sondern nur Leute, die filmen, wie ich hier glaube, dass ich in einer Fernsehsendung mitmache? Ja, genau. Das haben wir gehabt, aber ihr wusstet ja schon, dass es tatsächlich so, solche Sendungen gab, die live gehen. Wir wussten, dass es ausgestrahlt wird. Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht. Nee, also so die Anfangszeit auf jeden Fall, da ist mir vieles peinlich. Meine Stimme, Zurecht. Mein Gesicht. Zu Recht. Die Frisuren, das war ja auch alles so 90s und Anfang 2000er. Dieser Modestil damals, wie wir alle rumliefen. Na gut, ja, ihr habt es halt beibehalten. Aber fand ich gut. Finde ich heute noch gut. Auf jeden Fall. Was ist denn jetzt eure Zielgruppe bei den Bohnen? Ja, so Alter, schreibt mit, ne? Also 35 bis 50, ja. Abgeschlossenes Studium. Gebildet. Mhm. Aber wisst ihr, wer euer durchschnittlicher Zuschauer ist? Wir haben gleich 65% sind zwischen 25 und 30. Das ist relativ alt, ne? Das ist ziemlich alt, ja. Aber da sieht man, es sind tatsächlich halt auch viele Leute dabei, die noch früher Giga Games geguckt haben.
oder auch Giga. Also, die mitwachsen. Ja. Also viele, viele Leute, die halt jetzt so alt sind wie wir, die halt vor 15, 17 Jahren Teenager waren und Giga geguckt haben. Möchtet ihr eure Zielgruppe vielleicht noch ein bisschen älter werden lassen? Zwangsläufig, ja. Wir haben eine große Community, die wir mitbringen könnten. Wie alt, sind denn eure Zuschauer? Die dürfen ja auch so in der Ecke liegen. Ja, ich glaube, die sind auch so. Ja. Also aber im was Bereich bei 14 bis 25, da haben wir nichts zu kamellen. Also ja. Was ich wirklich erstaunlich finde, Georg und ich, wir machen ja einen WoW-Stream, der sehr erfolgreich ist. Sehr, sehr, sehr erfolgreich, mit 700 Zuschauern immerhin. Haben wir nicht sogar mehr? Oder wir hatten schon gekratzt? Mal 1000, ja. Dass es tatsächlich Leute gibt, die spenden. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es Leute gibt, die sagen, für den Scheiß gebe ich Geld aus. Dafür, dass die Leute sich da hinsetzen. Das war doch ähnlich bei euch, oder? Naja, abgesehen davon, dass ich nicht scheiße finde, was wir machen. nein, guter aber Punkt, ja. Ich meine, es ist halt Entertainment, was man den Leuten bietet. Und ich habe das ja auch schon tausendmal gesagt, wenn du ans Kiosk gehst und dir einen Kicker kaufst, dann kaufst du auch was, was halt ein Redakteur da hingeschrieben hat. Und in unserem Fall, wir gehen halt vor die Kamera, machen irgendwas. Aber sie müssten es ja nicht. Den Kicker kriegst du ja nur, wenn du Geld... Also den genau. Kriegst du nicht nur, wenn du Geld hinlegst. Exakt, deshalb auch so nimmst du auch viel weniger ein. Aber es gibt halt eben, wenn du Leuten das sagst und die Möglichkeit bietest, gibt es halt ein paar Leute, die sagen, ey, ich finde das cool, ich möchte das unterstützen. Und das ist, ich find das gut so. Das ist eine demokratische, sehr demokratische Form von Content-Unterstützung, weil alle beschweren sich immer, wir zahlen GEZ-Gebühren und oder weiß ich nicht was und kriegen dafür nur Scheiße. Aber so kannst du wirklich die Leute unterstützen, die du cool findest und dafür sorgen, dass diese Leute weitermachen können und mehr machen können. Es geht jetzt nicht nur um uns, auch ob das ein Podcaster ist oder ob das andere YouTuber sind, die bei Patreon was machen oder so. Ich finde, dieses Crowdfunding-Ding ist eigentlich das geilste, demokratischste Prinzip für Entertainment-Unterstützung, das es gibt. Ich finde es super. Es ist natürlich auch klar, dass man nicht für alles zahlen kann. Weil, ne? Klar, du kannst nicht für jedes Video, das du zahlst, 5 Euro zahlen, bist du irgendwann pleite. Aber die Sachen, die man cool findet, kann man ruhig supporten. Und sei es nur durch Adblocker ausschalten. Guck mal, wenn 700, ja, durch so einen Kram, Adblocker ausschalten, anderen Leuten davon erzählen oder wenn ihr 700 Zuschauer habt und von denen 1 Euro jeder zahlt, 1 Euro ist wirklich, soll nicht arrogant klingen oder so, aber für 1 Euro hat jeder sich schon irgendeinen Shit gekauft. Da kommen aber immer nur 60 Cent dann an, weil naja, okay, 35 aber, Cent werden erstmal okay, es sind trotzdem 400, 500 Euro ist klar. Dafür im Monat, das ist immerhin 400 Euro haben oder nicht haben. Davon kannst du vielleicht einmal im Monat einen geilen Trip machen, irgendwo hin das filmen oder du kannst vielleicht einen Praktikanten bezahlen für einen Monat oder was weiß ich. Du kannst auf jeden Fall was machen. Und wenn dann noch irgendwie vielleicht noch eine zweite Säule dazu kommt, Product Placement oder irgendein Sponsor oder so, dann kannst du schon langsam dich in eine Richtung entwickeln. Und, ja. Also mich begeistert das auch, aber mich hat es auch verwundert. Nicht, weil ich denke irgendwie, das, was wir jetzt machen, ist so schlecht, dass man das nicht dass es nicht unterstützenswert wäre, aber einfach, weil die Leute ja grundsätzlich, man denkt immer so, die Leute haben im Internet so eine ich will es umsonst Einstellung, haben auch viele, haben ohne Frage, auch, ja. Aber wenn etwas völlig freiwillig und optional ist, dass trotzdem so regelmäßig und so viel die Leute sagen, jo, da bin ich bereit, irgendwie das zu unterstützen und da bin ich bereit, irgendwie eine Donation zu machen und so, finde ich fantastisch. Ja, ich mach selber auch, also ich zahle auch aber über Kickstarter oder Patreon oder so Sachen, die ich cool finde, und versuche, so einen kleinen Obolus zu zahlen. Es muss ja nicht immer die große Mark sein, es muss ja nicht 50 Euro sein oder was weiß ich. Es reicht ja, wenn jeder ein bisschen was gibt, so wie bei der UNICEF. Nur, dass es in unserem Fall wichtiger ist, dass wir es kriegen. Ja, das sehe ich genauso. Das ist ein schönes Schlusswort, Gretchen. Ja, fantastisch. Sind wir schon am Ende? Oder haben wir noch ein Spiel? Nee, also jetzt zum Schluss ja noch einmal saugen. Spiel. Nein. Saugen? Ja, wir haben da so ein lustiges Spiel, wo du dir den Besen nimmst und einfach mal ganz kurz. Ich hole ihn kurz aus meinem Auto, okay? Nee. Ich weiß, wie das funktioniert. Eddie, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Gibt's das jetzt regelmäßig? Hängt von euch ab. Ja. Von uns? Ja. Mhm. Wieso denn? Wir würden das gerne euch zur Verfügung stellen. Vielleicht. Zur Verfügung stellen ist ein anderes Wort für verkaufen. Also, wir können es ja erstmal bei uns testen. Jetzt müsstest du eigentlich sagen, nein, ich will es sofort haben. Also, ach so. Also ja, wir können es okay. Ja erstmal. Oh, ich würde mich so freuen, ehrlich? Wenn das regelmäßig machen wir. Ja, cool. Super. Ja, Hand drauf. Hand drauf. Hast du den Vordruck? Vielleicht hast du jemanden cool. Ich unterschreibe irgendwo, ihr könnt es dann einfach unter alles setzen, was ihr wollt. Machen wir eh immer. Also ist überhaupt kein Thema. Vielen Dank, Etienne. Ich hatte hier noch so viele interessante Fragen, die ich an mich gestellt hatte. Von Ole. Ja.
Georg, hast du neben WoW und SWTOR auch andere MMOs gespielt? Welche? Warum hast du aufgehört? Was macht WoW besser? Wollen wir die beantworten? Möchtest du das beantworten? Ja, kann ich für dich beantworten. Ja, was Georg, macht WoW besser? Georg hat alle gespielt. Warum hast du aufgehört? Weil keins so gut ist wie WoW. Was macht WoW besser? Alles. Ja, das ist wirklich nahezu wahr. Ja. Das zweite gute Schlusswort von dir. Ja, aber ich weiß. Hast du noch mehr Fragen? Aber du hast angefangen mit Dark Age of Camelot und das weiß ich nämlich, Edge. Ich glaube, Anarchy Online war sogar noch davor und Ultima Online. Boah, ja, aber so richtig. So richtig Dark Age of Camelot, ja. Okay. So, tschüss. Tschüss, Eddie. Tschüss, tschüss. Jochen. Tschüss, Georg. Tschüss.